Hallo, 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 hier ist wieder Schokibanoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jänner heißt Daniel und ich bin der Sashi und wir haben heute den 27. Oktober. 27. Oktober und am 27. Oktober haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Der Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt. Ja, wir kennen ihn alle noch aus der Watergate-Affäre. Der einzige Präsident der amerikanischen Vereinigten Staaten von Amerika, der je zurückgetreten ist. Das war der Roosevelt. Ja, Roosevelt. Aber der war zunächst Vizekanzler, wollte ich gerade sagen, Vizepräsident unter William McKinley. Und nach dessen Ermordung ist er dann quasi, hat er ihn beerbt und ist der 26. Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Ach so, der McKinley ist auch ermordet worden? Ja. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, hör mal. Frag mich, da weiß es. Ja, schau mal. Ja, McKinley ist ermordet worden. McKinley ist ermordet worden. Mhm. Und wann ist der Roosevelt, weißt du, dass wann der Roosevelt Präsident geworden ist? Ja, das weiß ich. Und zwar 1901 bis 1909. Ach, so weit lang ist es her. Ja. Also 1901 ist also der McKinley dann ermordet worden. Ja. Was die wenigsten wissen, Roosevelt hat sogar den Friedensnobelpreis gekriegt. Echt? Ja, wegen seiner Bemühungen im Russisch-Japanischen Krieg. Vermittlerbemühungen. Mann, was du nicht alles raushaust heute hier. Sind wir hier bei Schokibanoki oder nicht? Man könnte meinen, du bist vorbereitet. Ja. Ja. Am 27. Oktober fanden auch die ersten freien Wahlen in Polen nach dem Krieg statt. Wow. Was denkst du, in welchem Jahr? 51. Nee. Nach dem Krieg? Nach dem Krieg. 49. Die ersten freien Wahlen nach dem Krieg. In Polen. In Polen. 49. 91. Hammer! 1991. Unglaublich. Ja, vorher war es, glaube ich, kommunistisch, würde ich sagen. Ja, vorher haben die wahrscheinlich auch noch mit Rauchzeichen sich verständigt gegenseitig. Meinst du? Ja, möglich. Ja. Ja, wenn das der Grund war, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall 1991 waren die ersten freien Wahlen in Polen nach dem Krieg. So ist es. Am 27. Oktober 2005 gibt es auch den Aktionstag das audiovisuelle Erbe der Welt hervorgerufen oder sagen wir mal ins Leben gerufen von der UNESCO, ähnlich wie das UNESCO Weltkulturerbe, gibt es hier einen Aktionstag zum Erhalt historischer Filme oder ähnlich wichtiger Ton- und Filmdokumente, Videodokumente. Was ist so ein wichtiger Film? Ja, das kann ein Spielfilm, das kann eine Doku, das kann alles Mögliche sein. Achso, das ist also irgendwie, wenn man sagt, hier, das ist ein ganz, ganz wichtiger Film für die Menschheit gewesen, dann ja. Der kommt dann in diese Liste rein, ja. Sozusagen. Das ist ein Gremium, entscheidet, welche, und das sind gar nicht wenig, welche Materialien da zu benutzt werden. Also ich würde zum Beispiel Reservoir Dogs würde ich da reinwählen. Ja? Ja. Cool. From Dusk Till Dawn? From Dusk Till Dawn, ja, vielleicht, nee, From Dusk Till Dawn vielleicht nicht, aber Pulp Fiction. Pulp Fiction auf jeden Fall. Ja. Ja. Und Taxi Driver. Mhm. Und dann Daily von Schokibanoki. Und Daily von Schokibanoki muss natürlich auch in dieses Kulturerbe ja rein, klar. Ja. Und am 27. Oktober 2002 bricht auf Sizilien der Ätna aus. Was? Ja, genau. Mehr als 200 Erdbeben erschütterten damals die Umgebung. Gleichzeitig, ne? Naja, nacheinander halt. Wahrscheinlich, so. Ja. In der Umgebung so, 200 Erdbeben, an dem Tag so. Voll krass. Also auf Sizilien hat es an dem Tag keinen Spaß in 2002. Am 27. Oktober werden auch nicht so viele Urlauber da gewesen sein, von daher ein bisschen Glück für alle, die von auswärts kommen. Glück im Unglück. Aber die Einheimischen hatten natürlich geschissen in dem Moment. Ja. Ja. Das war der 27. Oktober von Schokibanoki Daily. Ich sage Cheerio, bis morgen. Wir sehen uns am 28. Oktober.